Ja, lieber Lutz, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Das baut dann immer so einen gewissen Druck auf. Verehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, also es ist mir eine besondere Freude und das ist nicht einfach nur so dahergesagt, hier eben über, ja, ich sage zum einen bestimmte Aspekte unserer Forschung, aber auch immer sagen, meine Vorstellung, wie Chemie einfach zur Lösung von wesentlichen globalen Problemen eben beitragen kann, eben zu vermitteln. Und ich freue mich auch auf eine rege und hoffentlich dann auch lebendige, dynamische Diskussion am Ende. Wenn man den Titel hört mit Chemie und Katalyse, die Klimakrise überwinden, dann werden diejenigen, die jetzt weniger mit Chemie und Katalyse zu tun haben, denken, werden da eigentlich Dinge zusammengebracht, die zusammengehören? Ist es nicht die Chemie und was immer auch Katalyse ist, die die Klimakrise bedingen? Also wird hier nicht ein falsches Bild vermittelt. Ich möchte Ihnen jetzt eigentlich in den nächsten 50 Minuten zeigen, dass eben Wissenschaft heißt ja Wissen schaffen, insbesondere in den Naturwissenschaften, aber ganz besonders in der Chemie, eben Möglichkeiten bietet, neue Technologien eben entwickelt, die zentral eigentlich sind, um die jetzt anstehenden Probleme eben zu lösen oder anzugehen. Bevor wir auf die Thematik kommen, noch ganz kurz zwei Folien zu unserem Forschungsinstitut und den Arbeitsgebieten, mit denen wir uns beschäftigen. Das heutige Leibniz-Institut für Katalyse wurde als Forschungsinstitut, nach unserem Wissen das erste Forschungsinstitut in Europa, das sich ausschließlich mit der Thematik eben Katalyse beschäftigt, im Jahr 1952 gegründet. Es war das erste Institut in der späteren DDR, das eben als außeruniversitäres Forschungsinstitut neu gegründet wurde. In dem Forschungsinstitut, das ist vielleicht auch interessant, wurden Katalyse-Technologien entwickelt, um zum Nutzen der Gesellschaft, wie es damals hieß, insbesondere um die Nahrungsmittelproblematik zu lösen. Denn auch wenn das jetzt wieder ein Thema ist, wäre vor wenigen Monaten es einfach noch unvorstellbar gewesen für ganz, ganz viele eben hier im Land, dass Nahrungsmittelproduktion ein Problem ist. Das sah aber Anfang der 50er Jahre ganz, ganz anders aus. Das Institut wurde Teil der Akademie der Wissenschaften der DDR, wie das eben eine Reihe an Forschungsinstituten in der DDR durchlaufen haben. Aufgrund der Bedeutung der Thematik war der Platz in Rostock schnell zu klein und die Hälfte des Instituts zog nach Berlin, wurde Teil dort des Zentralinstituts für organische Chemie. Und dieser gesamte Bereich umfasste zu Zeiten, zum Wendezeitraum, etwa 2000 Wissenschaftler, nur mal so als Größenordnung. Von diesen 2000 Wissenschaftlern waren 15 Jahre nach der Wende 150 eben übrig geblieben. Das ist auch so ein, sozusagen, das ist ein, was man im Westen ganz häufig eben nicht versteht, sozusagen dieser enorme Druck, der im Grunde genommen in der Nachwendezeit eigentlich in allen Bereichen in den neuen Bundesländern eben lastete. Und das war nicht nur im Akademischen so, in Rostock waren vor der Wende eben 25.000 Arbeitsplätze im Schiffsbau, heute arbeiten da eben keine 500 Leute mehr. Also das ist sozusagen auch der Transfer, den dort die Gesellschaft eigentlich gemacht hat. Aber das ist nicht das Thema heute. Deshalb zurück zu unserem Institut. Das Institut wurde im Jahr 2000 positiv in die Leibniz-Gemeinschaft evaluiert. Für diejenigen, die das nicht kennen, wir haben heute neben der Max-Planck, der Fraunhofer-Gesellschaft, die Leibniz-Gemeinschaft. Die Leibniz-Gemeinschaft ist, und der Helmholtz-Gesellschaft, die Leibniz-Gemeinschaft ist damit eine der vier großen außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen. Fast 95 Institute in Deutschland sind unter diesem Dach organisiert. Viele von Ihnen kennen Leibniz-Institute, wissen aber nicht, dass es Leibniz-Institute sind, weil die Namen im Grunde genommen vor die Errichtung der Leibniz-Gemeinschaft eben fallen. Diejenigen, die den IFO-Klimaindex, Geschäftsklimaindex jeden Monat eben hören, das IFO in
das IFO-Institut ist ein Leibniz-Institut. Fast die gesamte eigentlich Wirtschaftsforschung in Deutschland, auch die Bildungsforschung ist zu ganz großen Teilen Leibniz-Forschung. Und last but not least, wenn Sie mal im Senckenberg-Museum in Frankfurt oder an anderer Stelle sind oder waren oder im Naturkundemuseum in Berlin, dann sind das alles Leibniz-Einrichtungen eben auch. Also das ist, die Leibniz-Gemeinschaft ist thematisch divers, ist aber eine sehr große und Wissenschaftsgemeinschaft und in der fühlen wir uns auch sehr wohl. Wir als Forschungsinstitut, bei uns im Forschungsinstitut arbeiten heute etwa 300 Kolleginnen und Kollegen. Unser Ziel, anders, wir sagen auch immer, wir sind nicht die bessere Universität, sondern unser Ziel ist es, anders auch als das, was primär die Universitäten eben haben, Grundlagenforschung in die Anwendung, spezifisch auf unserem Forschungsgebiet eben zu überführen. Das ist unsere Thematik, unser so neudeutsch sagt man Mission Statement. Das ist unser Ziel und das werde ich Ihnen auch im Vortrag im Bereich der Energietechnologien zeigen. Das sind so etwas, ich will gar nicht ins Detail hier gehen, die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, eben molekulare Synthesen, Materialsynthesen, Theorie, Modeling, uns interessiert sehr viel Wasserstoff, übrigens das kleinste Molekül, ich komme gleich noch dazu, im Universum, das häufigste Molekül auch im Universum und trotzdem können wir es an der Erde eben nicht abbauen, sondern müssen es erzeugen. CO2 ist für uns ein wichtiges Thema, weil wir dort eben das Thema künstliche Photosynthese ist in unserer Grundlagenforschung ein ganz interessanter Punkt. All darüber werde ich Ihnen gleich einiges erzählen. So, jetzt aber zum Thema Klimakrise, Chemie und Katalyse, Technologien, was können wir tun? Und um das zu verstehen, schauen wir uns erstmal die Situation an. Was Sie eben hier sehen im Bild, ist, das kennen Sie, denke ich, zum Teil sicherlich, das ist die sogenannte Great Acceleration, das heißt die deutliche Beschleunigung im Grunde der CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre. Sie sehen das hier, sozusagen, dass über einen ganz, ganz langen Zeitraum das System einfach natürlich schwankend war, darüber kann man diskutieren, warum das so war, dass aber mit im Grunde genommen Beginn der industriellen Revolution hier eine signifikante, eine in Anführungsstrichen explosionsartige Steigerung eigentlich des CO2, der CO2-Konzentration eben stattgefunden hat. Trotzdem, das sage ich auch immer, die Konzentration an CO2 in unserer Atmosphäre ist nicht besonders groß. Wir sprechen heute eben von etwa 420 ppm. 420 ppm bedeutet 420 Teilchen auf 1 Million Teilchen. Und stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind im Berliner Olympiastadion oder in der Münchner Allianz Arena und sind da mit 100.000 Zuschauern. In Corona-Zeiten schwer vorstellbar, aber wir machen jetzt mal dieses Gedankenexperiment. Und diese 100.000 Zuschauer haben alle weiße T-Shirts an. Und jetzt kriegen 420 von diesen jetzt kriegen 42 von diesen 100.000, ich bin heute zu früh aufgestanden, bitte entschuldigen Sie das. Also 42 von diesen 100.000 bekommen jetzt schwarze T-Shirts angezogen. Und jetzt versuchen Sie mal, diese 42 Leute aus den 100.000 herauszuholen. Das ist nicht so einfach. Und das kostet auch, das kann man sich auch so ganz bildlich vorstellen, Energie, die da rauszuholen, zu selektieren, weil die anderen eben 99.000 sind eben auch da und das macht es schwierig, die Dinge rauszuholen und das zeigt Ihnen zum Beispiel schon, warum das heute auch so diskutierte Schlagwort des Direct Air Captures, also die direkte Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, nicht so eine ganz einfache Sache ist und warum das sozusagen auch eine Technologie ist, die heute noch nicht kommerziell sinnvoll eben eingesetzt werden kann. Woher kommt dieses ganze CO2? Und da keine Überraschung jetzt, das kommt zu ganz, ganz großen Teilen eben aus unserer Energieerzeugung. Es kommt auch zum Teil aus anderen wesentlichen industriellen Sektoren, aber es kommt zu ganz großen Teilen eben aus der Energieerzeugung.
Und wenn wir hier mal, hier haben wir zwei Beispiele und da würde man jetzt erwarten, ich war auch dann überrascht, als ich das erste Mal gesehen habe, wir haben einmal die Energieerzeugung im Jahr 1990 und einmal die Energieerzeugung im Jahr 2019. Und dann würde man eigentlich denken, da muss jetzt schon ordentlich was stattgefunden haben. Wir reden ja schon so lange über Veränderungen. Da hat eigentlich global in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht so viel stattgefunden. Aber ich garantiere Ihnen, und da würde ich meine Hand auch ins Feuer legen, wenn wir das Bild im Jahr eben 2049 oder 2050 sehen, vermutlich schon deutlich früher, dann wird dieses Bild, und da komme ich auch im Folgenden drauf, ganz, ganz sicherlich anders aussehen. Aber was Sie hier eben deutlich sehen, ein ganz, ganz großer Teil unserer Energie basiert auf fossilen Kohlenstoffressourcen, die wir nutzen, um Energie zu erzeugen. Ganz ähnlich übrigens das, was in uns selber passiert, um Energie zu erzeugen. Wir nutzen Kohlenhydrate, Fette, also Kohlenstoff-Wasserstoffbindungen insbesondere, um eben Energie zu erzeugen. Und genau das passiert eben auch bei unserer Energieerzeugung eben hier im industriellen Maßstab. Wir verbrennen zum Beispiel Kohle, erzeugen CO2 und Energie, oder wir verbrennen Gas, erzeugen Wasser und Kohlendioxid und Energie oder Erdöl, da passiert das Gleiche. Was wir neben diesem Anstieg an CO2 berücksichtigen sollten, und das ist für mich eine der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben überhaupt, und das kann man auch nicht mit einer einzigen Technologie lösen, was wir lösen müssen ist, dass wir nicht nur beim Verbrauch unserer Energie, sondern darüber hinaus ins Gleichgewicht kommen müssen, was den Verbrauch unserer Ressourcen angeht. Und es gibt da diese schöne Statistik des sogenannten Country Overshoot Days. Der Country Overshoot Days ist nichts anderes als statistisch einfach gerechnet, wie viele Ressourcen werden in einem bestimmten Land verbraucht und wie viele Ressourcen können dort natürlich wieder regeneriert werden. Und das Ganze dividiere ich dann zum Beispiel durch die Anzahl an Tagen pro Jahr. Wenn ich also dort zum Faktor 1 komme, dann bin ich in Anführungsstrichen mit Gleichgewicht. Ich verbrauche so viele Ressourcen, wie auch wiederhergestellt werden. Wenn ich doppelt so viele Ressourcen brauche, wie ich im Jahr erzeugen kann, aufgrund meiner Größe, dann ist der Country Overshoot Day eben der 1. Juli für das entsprechende Jahr. Ich müsste also, ich habe zum 1. Juli nach der Hälfte des Jahres also meine 100% Ressourcen, die ich eigentlich bilden kann, bereits verbraucht. Und hier sehen Sie, oder Sie sehen es eigentlich nicht, weil es zu klein ist. Ich entschuldige mich dafür. Vielleicht sieht es die ersten zwei oder drei Reihen. Aber ich gehe noch mal aus der Kamera jetzt heraus. Ich werde Ihnen einfach mal einige Länder beispielhaft zeigen. Sie nehmen es vielleicht schon an. Was Sie hier sehen mit dem blauen Kreis, das ist hier in diesem Jahr Deutschland, 4. Mai. 4. Mai ist noch vor dem 1. Juli. Das heißt, wir verbrauchen in Deutschland also so viele Ressourcen, als ob wir eben 2,5 Erden, so in etwa 2,7 Erden zur Verfügung hätten. Neben uns, so am selben Tag, steht Israel, ganz kurz davor Saudi-Arabien. Die verbrauchen also statistisch im Grunde genommen gar nicht so viel mehr. Davor ist Island, nach uns einen Tag ist Frankreich, also das ist so Mitteleuropa. Wenn wir hier in diesen Bereich gehen, das heißt, wenn jeder auf der Welt so leben würde, wie sozusagen statistisch in den entsprechenden Ländern, dann bräuchten wir nicht eine Erde, nicht zwei Erden, sondern 10 Erden. 10. Februar, also Katar, oder 14. Februar Luxemburg. Wenn Sie wissen wollen, warum Luxemburg, können wir am Ende auch gerne darüber reden. So, danach kommen dann schon die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA, war auch, glaube ich, zu erwarten, dass dort deutlich mehr Energie verbraucht. Und dann, wenn wir aber jetzt weitergehen, dann kommt irgendwo hier im Juni China. Viele denken, China sozusagen verbraucht viel mehr. Statistisch pro Person verbraucht China immer noch deutlich weniger als jeder Deutsche oder jede Deutsche. Und
Wir kommen dann im Grunde genommen an Länder Indonesien, Ecuador, Jamaika. Dort ist irgendwo sind wir nah am Gleichgewicht, aber das kann ich Ihnen auch garantieren, wir alle wollen eigentlich nicht leben wie der statistische Durchschnitt eben dort oder die Ressourcen so verbrauchen wie dort. Also was müssen wir machen? Wir müssen im Grunde Ressourcen einsparen, das will ich auch ganz, ganz deutlich sagen. Wir müssen effizientere Techniken finden und wir müssen insbesondere Dinge auch wiederverwenden oder sparsamer werden. Klimakrise. Klimakrise per se, sage ich als solches mal, ist genauso wie per se Natur nicht gut oder nicht schlecht eben ist. Es gibt auch bei der Klimakrise Gewinner, das wird häufig vergessen, und es gibt sozusagen Verlierer. Und das Schlimme eigentlich ist, dass die Länder bzw. der Teil unserer Welt, die sowieso in einer schwierigen Situation sind, durch die Klimakrise, zumindest nach allen Voraussagen, die man eben heute kennt, in noch schwierigere Situationen eben kommt, wohingegen zum Beispiel die Nordhalbkugel, man kann jetzt fast sagen, ich weiß nicht, ob der Begriff gerechtfertigt ist, zum Teil zumindest, was Agrarproduktion und Ähnliches angeht, eben davon profitiert. Was Sie hier einfach sehen, als Bild auch dargestellt, Sie können das vom Farbcode erkennen, ist, wie wird aufgrund der jetzigen Modelle, darauf will ich immer genau auch hinweisen, also nach jetzigen Modellen, wie wird sich die Agrarproduktion in den nächsten Jahrzehnten eben verändern? Das Ganze basiert auf Studien vom Jahr 1980, über 30 Jahre nahezu bis Ende sozusagen knapp 2010. Und das Ganze ist dort eben mit Modellen dann entsprechend fortgeschrieben. Und überall dort, was Sie grün sehen, dort sehen Sie sozusagen eine Zunahme an landwirtschaftlicher Produktion, eine Verbesserung. Wenn es dunkelgrün wird, umso besser. Das geht bis zu 35%. Also in Skandinavien zum Beispiel wird aufgrund der Klimakrise ist auch einfach verständlich, wenn es dort wärmer wird, wächst das Ganze eben besser und mehr. Dann sozusagen profitieren die Länder, wohingegen gerade Afrika als Kontinent und zum Teil auch Südamerika eben deutlich signifikant eben schlechter durch die Klimakrise eben gestellt werden, was zum Beispiel landwirtschaftliche Produktion eben angeht. Und zum Teil, und das ist dann das Dunkelrot, mit einer landwirtschaftlichen geringeren Produktion von bis zu 50% zum Wert von 2010 eben in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Und das ist natürlich alles ohne irgendwelche politischen sozusagen Rahmenbedingungen, sondern das sind rein im Grunde genommen jetzt die natürlichen Faktoren. Was macht man da? Das allererste, was klar ist, und das finde ich, hat Albert Einstein so schön ausgedrückt, wenn man die Ergebnisse verändern möchte, das Ziel sozusagen neu setzt, dann kann man nicht mit denselben Technologien oder auf dieselbe Art und Weise weitermachen, sondern wir brauchen andere Technologien. Wir können das Problem nicht lösen, indem wir unsere Kohlekraftwerke effizienter machen. Wir können das Problem auch nicht lösen, indem wir sozusagen noch mehr düngen, sondern wir müssen etwas grundsätzlich eben verändern. Und an dieser Stelle jetzt mal spezifisch eben an die Studentinnen und Studenten jetzt die Aufforderung. Ich weiß nicht, ob Sie mal drüber nachgedacht haben, auch diejenigen, die jetzt vielleicht Chemie machen, insbesondere, aber auch alle anderen. Welche Reaktion würden Sie eigentlich gerne entwickeln oder welche Transformation, welchen Prozess würden Sie gerne anschauen, damit er eine Bedeutung eigentlich hat, diese Probleme, die wir eben genannt haben, eben zu lösen oder da beitragen, das Ganze eben zu lösen. Das heißt, was ist eigentlich in diesem Zusammenhang wichtig? Und da kann man in der Regel, das sage ich auch immer gerne, bei uns, wir denken zu wenig eigentlich über das nach, was wir machen wollen, sondern wir denken mehr darüber nach, wie wir es machen wollen. Das ist so ähnlich wie diese Geschichte eben, es kommt nicht darauf an, schneller zu laufen, sondern man muss auch wissen, wohin man läuft. Und darüber nachzudenken, wo man hinlaufen möchte, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und denken Sie einfach auch mal darüber nach, welche Reaktion oder welche Transformation, welche Prozesse interessiert, wo glauben Sie, hat das Ganze einen Impact? Und wenn Sie dann mal ein bisschen genauer sich das ansehen, dann werden Sie die eine oder andere Überraschung erleben.
Das Bild, was Sie hier vereinfacht dargestellt sehen, das bearbeiten eigentlich Forscher heute weltweit in allen möglichen Bereichen der Chemie, aber auch sehr viele Ingenieure, Biologen. Das ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Gebiet. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir eben eine CO2-reduzierte Energieerzeugung bekommen können, indem wir erneuerbare Energie, hier einfach oben dargestellt in Form der Sonne oder rechts durch die Windräder, nutzen, die mit Hilfe existierender Technologien, Wasserelektrolyse, dazu komme ich noch im Genaueren, was das bedeutet, zu Wasserstoff eben und Sauerstoff speichern, im Grunde genommen analog zu dem, was die Photosynthese auch macht. Photosynthese macht viel komplexer, komme ich auch noch drauf. Dann haben wir ein energiereiches Molekül erzeugt oder zwei energiereiche Moleküle erzeugt, aus denen wir relativ einfach wieder Energie erzeugen können, insbesondere aus dem Wasserstoff. Der Wasserstoff kann durch Reaktionen mit Sauerstoff eben in Wasser zurückgeführt werden und wir erzeugen analog zum System eben der Verbrennung mit den fossilen Rohstoffen Energie. Das Ganze kann man in Brennstoffzellen durchführen, das ist außerordentlich effizient, das ist zum Beispiel in der Mobilität ein Punkt, aber ich kann das auch sozusagen zur Wärmegewinnung natürlich nutzen. Da Wasserstoff, und da komme ich jetzt in der nächsten Folie drauf, aber bestimmte Eigenschaften hat, die es eben schwierig machen, ihn einzusetzen, beschäftigen sich dann ganz viele Forschungsgruppen, Firmen auch damit, wie kann ich diesen Wasserstoff sozusagen besser als Energieträger nutzen, wie kann ich es einfacher machen, wie kann ich ihn sozusagen umsetzen in den praktischen Technologien. Und dazu erzeugt man, dazu setzt man auf diese eigentliche erste Stufe noch eine weitere Stufe hindrauf, indem man den Wasserstoff in bestimmte organische chemische Verbindungen oder anorganische Verbindungen eben umwandelt. Und am Ende kann aus diesen, das zeige ich Ihnen dann gleich, wieder die Energie nach Bedarf gewonnen werden. Im Grunde ist das ein Kreislauf. Ich setze erneuerbare Energie ein, Wind, Hydropower, Geothermie, Sonne. Ich erzeuge Elektrizität. Es ist immer am effizientesten, das ist, glaube ich, auch klar, diese Elektrizität sofort zu nutzen, wenn sie da ist. Wenn die Elektrizität aber mal nicht gebraucht wird, und wir sehen das jetzt, springe ich mal wieder zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern hat bereits heute 180% der benötigten elektrischen Energie an Kapazität in Windrädern drin. Das heißt, wir können 180 mal, wenn der Wind weht, 1,8 mal so viel Energie erzeugen, elektrische Energie, wie wir eigentlich im Land eben brauchen, wenn der Wind weht. Was bedeutet das? Das kann man, wenn man sonntagnachmittags an den Windrädern vorbeiläuft, die Sie überall an der Küste eben sehen, dann sehen Sie auf einmal so ein Windfeld und da laufen drei Windräder und zwei daneben stehen. Und dann denken Sie, sind die schon wieder kaputt? Nee, die sind nicht wieder kaputt, sondern es ist genug sozusagen elektrische Energie in unserem System. Wir schaffen es nicht, diese Energien in den Süden von Deutschland, in die Mitte von Deutschland abzutransportieren, weil die Leitungen nicht existieren. Und wenn Sie dann als Erzeuger den Strom ins Netz bringen, dann müssen Sie sogar dafür noch was an der Leipziger Strombörse bezahlen. Was macht also der Energieerzeuger? Er stellt das Windrad ab. Damit ist er. Und das sehen wir jeden Tag, kann man eigentlich sagen. In diesen Fällen ist es nun interessant, eben den Strom zu nutzen, zum Beispiel an kommerziell verfügbare sogenannte Elektrolyseure zu koppeln und daraus Wasserstoff zu erzeugen. Denn im Gegensatz zum Strom, ich kann leider keinen Wind speichern. Ich kann auch kein Sonnenlicht speichern, jedenfalls nicht wirklich im großen Maßstab. Aber was ich kann, ist, ich kann chemische Verbindungen speichern. Und die einfachste ist nochmal Wasserstoff mit den gleich genannten Problemen, aber auch eben viele andere Verbindungen. Und genau das hat die Natur eben auch mit Kohle und Benzin und eben Gas eben auch gemacht. Ja, ein paar Informationen nochmal zum Wasserstoff. Also Wasserstoff kommt aus dem Griechischen mit den beiden Worten eigentlich Hydro,
das steht für Wasser, und Jeans, das steht für forming, also wasserbildend ist im Grunde genommen der griechische Ursprung. Es wurde erstmals im Jahr 1671 erzeugt, aber man wusste noch nicht, dass das Wasserstoff war. Das Ganze hat dann fast 100 Jahre gedauert, bis Henry Cavendish Wasserstoff als Element eben identifiziert und erkannt hat. Wasserstoff hat die geringste Dichte von allen uns bekannten Flüssigkeiten und Festkörpern. Im Gas- und im flüssigen Zustand würden wir es als nicht metallisch eben bezeichnen. Wenn wir es aber eben zu einem Feststoff eben komprimieren unter sehr, sehr hohem Druck, im Grunde genommen verhält es sich dann wie ein Alkalimetall. Und Alkalimetall, jetzt für die Experten, jeder weiß sozusagen, wenn man jetzt von einer Leinebrücke so einen kleinen Stück Natrium oder Kalium will ich gar nicht reden oder so etwas rein, dann weiß man, wie reaktiv die Alkalimetalle eben sind. Fun Fact sozusagen an der Seite: Wasserstoff ist auch übrigens das einzige Molekül, wo man das sogenannte Antimolekül eigentlich bisher hat erzeugen können. Also der sogenannte Anti-Wasserstoff wurde im CERN eben hergestellt und war dann stabil für sogenannte Antimaterie, das ist vielleicht ein der anderen Begriff, war dann für 17 Minuten stabil. Man geht davon aus, dass Wasserstoff neben Helium und Lithium eines der drei sozusagen Elemente war, die bei dem sogenannten Big Bang, Entstehen unseres Universums, eben entstanden ist. Und es ist das häufigste Element im Universum. Aber aufgrund eben seiner Flüchtigkeit, seiner Dichte, können wir es auf der Erde eben nicht abbauen, sondern müssen es aus Wasser zum Beispiel eben erzeugen. Es gibt dann heute, wenn Sie so in der Presse lesen, es gibt den grünen Wasserstoff, den blauen Wasserstoff, den grauen Wasserstoff. Das ist alles für einen Chemiker oder einen Physiker das Gleiche, weil das Element verändert sich nicht. Dieser Color Code, den nutzen wir eben, wo der Wasserstoff eben herkommt. Grüner Wasserstoff ist sogenannt eben Wasserstoff, der aus erneuerbarer Energie eben hergestellt wird, wo kein CO2 eben bei der Herstellung gebildet wird. Wenn Sie Wasserstoff, wie es heute übrigens noch der Fall ist, 95%, ganz wichtiger Punkt hier, also hier, 95% des Wasserstoffs heute, sie werden immer noch aus fossilen Ressourcen hergestellt, aber die Technologien ändern sich gerade. Das muss man auch sagen. Das wird sich in den nächsten 10 Jahren, in der nächsten Dekade drastisch verändern. Da Wasserstoff eben nicht einfach zu nutzen ist, Sie können sich vorstellen, das ist jetzt so ein ganz leicht flüchtiges Gas. Sie kennen sozusagen die Heliumballons, die man so auf dem Jahrmarkt eben kennt. Genauso können Sie es mit Wasserstoff machen. Ich erinnere mich auch noch an Promotionsfeiern hier unmittelbar hier gegenüber, weil hier die zu meiner Zeit noch die Doktoranden, dann die gerade frisch promovierten Doktorandinnen und Doktoranden abgeholt wurden, und dann war an unserem Wagen aus der Chemie, waren dann zum Teil zumindest Luftballons, die mit Wasserstoff gefüllt werden. Darf man, glaube ich, gar nicht heute mehr erzählen. Und die wurden dann angezündet. Das hat dann so richtig gerumst. Da war aber relativ wenig, oder in so einem Ballon ist relativ wenig Wasserstoff drin. Der Chemiker weiß jetzt, 22, der Einfachheit halber, 22,4 Liter Volumen. Stellen Sie einfach mal vor, also Sie haben 22 Liter Flaschen Zeltas hier stehen. Da ist ein Mol. Ein Mol, was ist das? Ein Mol sind beim Molekulargewicht eben von 1 bei Wasserstoff 2 Gramm. Das heißt, in 22 Zeltas-Flaschen haben wir hier, wenn wir das unter Normbedingungen sehen, 2 Gramm Wasserstoff. Das ist wenig, das ist ziemlich wenig. Wenn Sie 22 Flaschen hier mit Wasser drin haben, dann wissen Sie alle, das ist 22 Kilogramm. Und da haben wir also ordentlich zu schleppen. Da ist richtig Masse drin. Das ist eben der flüssige Zustand, und der feste Zustand hat eben eine sehr viel höhere Energiedichte als der gasförmige. Deshalb kann man also mit 22 Litern Wasserstoff auch ein Auto ein paar Zentimeter bewegen. Wenn Sie aber 22 Kilogramm Wasserstoff haben, dann können Sie ein Auto schon ziemlich weit bewegen. Aber da Sie eben den Wasserstoff erstmal, um den Wasserstoff flüssig zu bekommen, oder müssen Sie sehr, sehr viel Druck aufbringen. Sehr, sehr viel, werden wir gleich noch sehen.
Und deshalb überlegt man eben, den Wasserstoff zu speichern. Und dann gibt es die physikalischen Methoden, auf die ich jetzt gar nicht im Detail eingehen will. Gerne fragen Sie mich im Anschluss. Auch gerne schreiben Sie mir eine Mail. Ganz einfach matthias.beller@catalysis.de. Und es gibt die chemischen Methoden. Und darüber werde ich ein bisschen mehr erzählen. Exemplarisch mal einige Energieträger dargestellt hier und auch ihre Vor- und ihre Nachteile. Sie sehen so die Gefahrensymbole und um es ganz einfach und plakativ zu sagen, wie im richtigen Leben, es gibt nichts, was nur gut und was nur schlecht ist. Alle Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Deshalb, wenn Sie mich am Ende fragen, was ist denn jetzt nun der beste Energieträger, dann kann man das, eine solche berechtigte Frage kann man eben nicht ganz einfach beantworten. Das macht es auch so schwierig in der Diskussion in diesem gesamten Umfeld, weil häufig die ganz einfachen Antworten, die Sie vielleicht von einigen Leuten eben bekommen, in der Regel eben nicht sozusagen alles berücksichtigen und nur für ganz spezifische Voraussetzungen eben dienen. Die Wissenschaft an der Stelle, also man soll die Wissenschaft so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Das ist ein anderes Wort von Einstein. Und das trifft auch hier zu. Also grundsätzlich, wenn Sie Wasserstoff direkt verwenden können, wenn Sie eine hohe Speicher, wenn Sie Möglichkeit haben, hohen Druck auszusetzen, dann ist Wasserstoffspeicherung als solches von Vorteil. Es gibt kommerzielle Automobile heute. Der Toyota Mirai war der erste, aber es gibt auch weitere, wo eben unter sehr, sehr hohem Druck im Tank hinten drin das Ganze eben Wasserstoff sozusagen komprimiert ist. Sie bekommen dann Energiedichten, die immer noch besser sind als die Energiedichten der Lithium-Ionen-Batterien in der E-Mobilität, die man eben heute sieht. Das ist der Vorteil der Wasserstoffgeschichte. Aber auch da jetzt wieder, das macht nur Sinn, wenn in Zukunft auch wirklich unser gesamter Wasserstoff eben grün hergestellt wird. Und natürlich auch die Brennstoffzellen, die ich da auch zum Antrieb eben brauche, beziehungsweise die Stoffe für die Brennstoffzellen in genügender Menge eben vorhanden sind. Wenn Sie Fragen zu den einzelnen Energieträgern haben, stehe ich auch da sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ich möchte einen Energieträger ein bisschen genauer beleuchten, weil das etwas ist, mit dem wir uns selber aus Interesse, persönlichem Interesse intensiv beschäftigen. Was diese Energieträger angeht, so sage ich häufig auch, es kann Ihnen kein Mensch auf der Welt heute sagen, welcher dieser Energieträger sich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit in den nächsten 20 Jahren durchsetzen wird. Das ist so ähnlich wie ein Pferderennen. Es gibt Favoriten, aber trotzdem, selbst wenn das Pferd die letzten drei Rennen gewonnen hat, heißt es nicht, dass es auch dieses Rennen eben gewinnen wird. Und im Grunde genommen ist das ganz ähnlich eigentlich in diesem Bereich. Es gibt Energieträger, Methan ist so etwas, weil da die Infrastruktur mit, ist aber auch ein Gas, da können wir, das können wir gleich als Heizgas, insbesondere in Europa eben mitnutzen. Methan können wir relativ einfach aus CO2 und Wasserstoff eben erzeugen, hat aber auch Nachteile. Methanol ist so etwas, hohe Energiedichte, kann man ganz vielfältig einsetzen. Es gibt die sogenannte Methanolökonomie als Beispiel, ist auch sozusagen sicherlich ein Favorit. Ameisensäure, um das ganz klar zu sagen, ist sozusagen ein Outsider. Wenn ich jetzt also viel Geld hätte und darauf jetzt wetten würde, ich würde auf alle wetten, weil das ein wichtiges Rennen ist, aber ich würde nicht meinen Haupt sozusagen Anteil auf Ameisensäure wetten. Ameisensäure hat aber bestimmte Vorteile, die es auch interessant macht und wo wir auch glauben, dass in den nächsten Jahren da auch Anwendungen im Energiebereich es geben wird. Was ist einer der Vorteile der Ameisensäure? Einer der Vorteile der Ameisensäure, das ist, und ich bitte jetzt für diejenigen, die mit den chemischen Formeln nicht so vertraut sind. Ich habe mich weitgehend bemüht, das sozusagen da wenig zu machen, aber ich werde das ein bisschen erklären. Was Sie eben hier sehen, ist einmal auf der linken Seite das chemische Symbol oder die chemische Schreibweise für die Ameisensäure. Rechts sehen Sie Kohlendioxid, Kohlen und zwei Sauerstoffatome, deshalb Dioxid und eben Wasserstoff. Und Sie sehen schon an dieser chemischen Reaktionsgleichung, Ameisensäure entsteht, indem ich ein Molekül, also ein Molekül Wasserstoff mit einem Molekül CO2 zusammenbringe und dann diese neue chemische Verbindung Ameisensäure eben bilde. Und genauso kann ich die Ameisensäure wieder spalten, wobei ein Molekül Wasserstoff und ein Molekül CO2 eben entsteht. Und das ist zum Beispiel ganz anders als beim Methan und beim Methanol oder auch bei der Fischer-Tropsch-Synthese, wo ich grünen Diesel oder grünes Kerosin eben herstellen kann.
Hier ist es so, dass eben die Moleküle im Verhältnis 1 zu 1 reagieren. Ich brauche also relativ wenig Wasserstoff, den ich an das Speichermolekül, in dem Fall Kohlendioxid, eben addiere und das ich auch davon wegbekomme. Und dann gibt es noch einen weiteren intrinsischen Vorteil, dass diese Reaktion sowohl die Addition als auch die Freisetzung des Wasserstoffs in Anführungsstrichen nahezu energieneutral nach den Bedingungen sind. Das heißt, ich erzeuge nicht viel Energie, wenn ich das daran addiere, und ich erzeuge auch nicht viel Energie oder verbrauche viel Energie, wenn ich es wieder freisetze. Und das ist, denn wenn ich jetzt viel Energie erzeuge, wir sprechen dann davon, dass die Reaktion thermodynamisch sehr gut eben ablaufen kann, dann ist das intrinsisch verlorene Energie im System. Und idealerweise ist eigentlich für Speichermoleküle so eine Thermoneutralität von Vorteil, weil sie eben intrinsisch im System effizienter eben sind. Und auf der rechten Seite sehen Sie jetzt hier mal so ein Kugelstabmodell dargestellt von einem Katalysator. Was ist eigentlich ein Katalysator? Ich habe bisher nur von, dazu komme ich jetzt auch gleich. Ein Katalysator, oder vielleicht an der Stelle kann man es ganz gut erklären, stellen Sie sich einfach mal vor, wir befinden uns in der ersten Tanzstunde. Das sind links sitzen die Mädchen, Damen, jungen Frauen, rechts die Herren. Und wer sich vielleicht noch so an die erste Tanzstunde erinnert, zumindest zu meiner Zeit, sage ich jetzt einfach mal so, der wird auch sagen, dazwischen war jetzt irgendwie so eine Barriere. Die haben jetzt nicht alle auf einmal angefangen zu tanzen. Das ist jetzt nicht passiert. Sondern was dann passiert ist, dann kommt der Tanzlehrer und sagt, so, tanzt ihr beiden noch mal zusammen, bringt zusammen und dann tanzt ihr. Dann geht er weg, geht er zum nächsten, fangt ihr beiden noch mal an zu tanzen. Und genau das ist schematisch das, was eigentlich ein Katalysator macht. Er fasst die Moleküle, in diesem Fall eben hier das eine Molekül Wasserstoff, das andere Molekül CO2. In seiner Umgebung passiert dann chemische Reaktion, bringt sie zusammen, das Produkt geht wieder weg und er geht zu den nächsten Molekülen. Und in diesem sozusagen Prinzip katalysiert, brauche ich also eine kleine Menge an einer Verbindung, die dann sozusagen die Transformation immer weiter eben katalysiert. Warum wir den Katalysator überhaupt brauchen, dazu später. Aber wir haben solche Katalysatoren für diese Transformation, interessieren uns sowohl für die Hydrierung, sprechen wir jetzt chemisch als CO2, als auch für die Freisetzung. Ein paar noch allgemeine Bemerkungen auch zur Ameisensäure. Ameisensäure ist übrigens nicht nur als Energiespeicher interessant. Bereits heute werden 5 Millionen Tonnen, glaube ich, etwa Methyl vom Jahr, das ist ein Ameisensäure-Derivat, hergestellt, fast 800.000 Tonnen Ameisensäure. Es wird in den unterschiedlichsten Technologiebereichen eigentlich eingesetzt. Ein stark wachsender Markt, der es auch interessant macht, ist zum Beispiel, dass es in der Tierernährung zugesetzt wird, weil es auch antibakterielle Wirkungen eben hat und auf die Art und Weise zum Beispiel die Verwendung von Antibiotika zum Beispiel in der Tierzucht eben minimieren hilft. Das ist also sozusagen ein Nebeneffekt da an der Stelle. Auch hier wieder, alle existierenden Verfahren bis heute, nicht großtechnisch, weil es existieren viele, aber die Verfahren, die heute noch technisch angewandt werden, basieren auf fossilen Ressourcen. Das heißt, man nimmt in der Regel Kohle oder Gas, erzeugt Kohlenmonoxid, sogenanntes, und setzt das dann zur Ameisensäure. Warum ist heute diese CO2-Problematik, die technologisch möglich ist, nicht umgesetzt? Das ist eine ganz, ganz einfache Antwort: aufgrund des CO2-Preises. Deshalb bin ich persönlich ganz stark dafür, dass es einen Preis eben auch für Kohlendioxiderzeugung oder wenn ich Kohlendioxid eben erzeuge, geben muss. Jetzt ist das wieder, da werden die allermeisten jetzt von Ihnen sagen, ja, das klingt eigentlich ganz vernünftig. Und jetzt muss man aber sagen, der Realität auch wieder Genüge tun. Das Ganze macht aber nur Sinn, und das ist im Wesentlichen eine politische Aufgabe, eine zentrale politische Aufgabe, wenn wir das global, zumindest aber im europäischen Maßstab eben umsetzen. Deutschland trägt eben im einstelligen Prozentbereich zur Erzeugung von CO2 weltweit eben bei. Natürlich müssen wir aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Situation, unserer Technologieführerschaft in vielen Bereichen auch ein Vorbild sein, aber es reicht nicht, ein Vorbild zu sein, sondern wir müssen die anderen
auch mitnehmen und wir müssen dafür sorgen, dass die anderen mitgehen, weil sonst nützt das Ganze nichts. Das muss man auch der Ehrlichkeit und der Deutlichkeit hier immer sagen. Wenn Deutschland ab morgen CO2-neutral wäre, würde das für unser Klima keinerlei Änderung bedeuten. Der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass wir es unter Rahmenbedingungen eben, wenn wir Rahmenbedingungen schaffen, die andere nicht umsetzen können, dann wird es auch nicht gemacht. Wir müssen es unter Rahmenbedingungen schaffen, wo es auch eben andere, nicht so reiche Länder entsprechend eben umsetzen können. Das muss man auch ganz deutlich immer sagen. Das ist meine im Grunde genommen einzige richtig chemische Folie. Damit Sie auch mal so einen Eindruck bekommen, womit man sich so als Chemiker oder Forscher im Umfeld eben beschäftigt. Was Sie hier sehen sozusagen, das sind die verschiedensten eigentlich Reaktionen, die an dem Katalysator stattfinden, damit diese ganz, ganz einfache Reaktion, eigentlich eine ganz simple Reaktion, keine Stereochemie, nichts da, damit dort eben Wasserstoff eben entsteht. Und warum macht man das? Weil eben Forschung heißt nicht nur Wissen schaffen, sondern für das Schaffen von Wissen braucht man Verstehen. Und am Ende sozusagen hilft dieses Verstehen dann, die Dinge wiederum umzusetzen. Das ist dort der entscheidende Punkt eben. Deshalb braucht es auch, um das so deutlich zu sagen, Grundlagenforschung. Ich arbeite zwar jetzt an einem Institut, wo wir uns gerade diesem Transfer auch verfolgen, aber ich mache immer ganz, ganz stark Werbung auch dafür, dass wir brauchen Grundlagenforschung, anwendungsfreie Grundlagenforschung, auch um überhaupt erstmal Dinge zu verstehen und auch Neues eben zu entdecken. Ich habe leider kein richtig schönes Bild von einem Kuchen von Krone und Lanz gefunden. Deswegen sehen Sie hier diese Waffeln, weil ich persönlich auch sehr, sehr gerne Waffeln esse. Und man sie auch relativ einfach machen kann, das will ich auch sagen. Also das, Sie werden jetzt denken, was hat das mit Energie zu tun? Aber da gleich. Ich würde jetzt mal trotzdem mal einfach mal fragen. Bitte beteiligen Sie sich sehr, sehr gerne. Wer isst denn lieber Waffeln als Brokkoli? Wer isst denn lieber Brokkoli als Waffeln? Also ich sage jetzt, ich zähle mich jetzt auch ganz klar zu dieser ersten Kohorte, um das so ganz deutlich zu sagen. Und ich glaube, wir sind evolutionär darauf ausgerichtet. Unser Verstand sagt zwar in unserem sozusagen heutigen Umfeld, wo Ernährung nicht mehr ein Problem ist, wir haben eigentlich jederzeit Essen, es wäre eigentlich besser, häufiger Brokkoli zu essen, als eben morgens, mittags, abends die Waffeln. Aber eigentlich mögen wir die Waffeln lieber. Und das führe ich trivial in Anführungsstrichen darauf zurück, das ist sicherlich auch eine Vereinfachung, was an Energie in diesen Systemen eben steht. Und stellen Sie sich einfach mal die Situation jetzt vor 10.000 Jahren, da war nicht klar, ob es heute Abendessen geben wird, wenn das Mammut noch nicht erlegt war oder die Büsche nicht sozusagen voll waren im Sommer. Und da war auch nicht klar, ob es das morgen geben würde. Sondern wir sind im Grunde, das ist auch ein Punkt, warum wir zum Beispiel bittere Dinge eben nicht mögen, weil wir wissen, diese bitteren, da sind häufig giftige Stoffe drin. Wir haben ganz viele Rezeptoren für Bitterstoffe eben. Deshalb macht die Lebensmittelindustrie ganz häufig auch Zucker in die Dinge rein, damit sie sozusagen nicht die Bitterstoffe entfernen muss, sondern wenn da Zucker drin ist, dann sozusagen merken unsere Rezeptoren das nicht und das schmeckt uns gut. Stoffe mit vielen CH-Bindungen, weniger Aromaten jetzt, die haben viel Energie. Und hier sehen Sie mal dargestellt, auf der linken Seite sozusagen die Energiedichte, die ein Liter des entsprechenden Stoffs hat. Und Sie sehen dann da so oben rechts, ein Liter Diesel hat ziemlich viel Energie. Und unten, die untere Skala, zeigt Ihnen, wie viel Kilogramm, ein Kilogramm Diesel hat auch viel Energie. Beim Wasserstoff ist das ganz anders. Hier ist der Wasserstoff. Ein Liter Wasserstoff, das habe ich Ihnen vorhin ja schon erzählt, ist lausig, hat kaum Energie. Aber ein Kilogramm, super. Was Sie hier so an Kreisen sehen, das ist so etwa Waffeln, Schokolade, Nüsse, Öl, Pommes frites, also die haben alle relativ viel Energie.
Hier unten sehen Sie blau die Ameisensäure und es ist eigentlich ganz nett, die liegt so etwa in der Größenordnung von Brokkoli. Also das ist auch, Sie würden Ihr Auto, um das jetzt nochmal deutlich zu machen, das ist der Nachteil zum Beispiel der Ameisensäure eben gegenüber jetzt Methanol oder zum Beispiel Biodiesel, die Energiedichte ist eben geringer, weil ich weniger CH-Bindungen habe. Das ist ganz einfach. Und es ist klar, wenn wir eben vor 10.000 Jahren, um jetzt auf diesen Punkt zurückzukommen, dann, wir nicht wussten, wann wir unsere nächste Energie brauchen, dann essen wir lieber erstmal energiereich. Was ich bisher noch gar nicht angesprochen habe, ist die Natur. Wie sieht es eigentlich da mit der Energieerzeugung aus? Denn wir nutzen im Grunde genommen natürlich das, was jetzt in Jahrmillionen auf unserem Planeten entstanden ist, an fossilen Ressourcen. Das ist ja letztendlich auch über Photosynthese eben entstanden. Wie sieht es mit der Energieeffizienz aus? Und Sie werden gleich sehen, da gibt es eine Überraschung. Also hier ist mal schematisch dargestellt, wie Photosynthese eben abläuft, ganz, ganz vereinfacht. Wir nehmen 6 Moleküle Kohlendioxid und wir nehmen 6 Moleküle Wasser, dann tun wir Licht dazu und jede Menge komplexe Strukturen in Pflanzen und am Ende sozusagen erzeugen wir dann in dem Fall jetzt hier Glucose dargestellt, da entsteht natürlich noch viel, ganz, ganz viel mehr, deshalb ist ganz vereinfacht, da entsteht dann zum Beispiel eben ein Zucker. Das Ganze geht wunderbar auf, Sie sehen, dort entsteht auch Sauerstoff, deshalb ist ja die Photosynthese, erzeugt ja eben nicht nur baut nicht nur die gesamte organische Materie eben auf unserem Planeten auf, sondern erzeugt gleichzeitig auch den Sauerstoff, der auch ein sehr reaktives Element übrigens ist, den wir dann zum Atmen nutzen eben. Und was wir jetzt in unserem Körper machen, wenn wir verdauen, ist nichts anderes als den Sauerstoff, den wir eben einatmen, wieder nutzen, damit sozusagen diese Kohlenhydrate oder CH-Bindungen, die da eben entstehen, die Energieträger, dann wieder eben in CO2 unter anderem eben umgesetzt werden. Und dabei entsteht in unserem Körper eben dann eben auch sozusagen Energie plus CO2. Und gerade unser Gehirn, das ist vielleicht auch ein, weiß nicht, wie bekannt das ist, unser Gehirn verbraucht relativ viel Energie, viel, also wir brauchen, wenn ich richtig im Kopf habe, bitte korrigieren Sie mich im Anschluss, ich glaube, wir brauchen 180 Gramm Glucose oder so etwas am Tag im Durchschnitt oder so, um die Energie, die wir allein durchs Denken eben verbrauchen, eben wiederzubilden. Das also gar kein Zucker ist auch keine gute Idee, sage ich an der Stelle. Aber zurück zum Thema Energie. Die Natur ist komplex, sie hat es fantastisch entwickelt, aber sie ist nicht effizient. Und wenn Sie sich anschauen, wie viel an Energie, was im Licht zum Beispiel drin steckt, nachher an chemischer Energie in den Pflanzen kommt, Sie sehen schon hier so 20% Loss, dann können Sie so schon anfangen schon zu kalkulieren. Dann ist es am Ende so, dass Sie in der normalen Pflanze hier in den Bäumen vor uns auf der rechten Seite hier oder von Ihnen links, da finden Sie so etwa 0,5% der Energie, die im Sonnenlicht drin war, eben als chemische Energie gespeichert. Und deshalb ist es zum Beispiel auch eine fürchterliche Idee und völlig unsinnig, dass ich zum Beispiel High-Energy-Crops anbaue und die dann im Anschluss in Anführungsstrichen in Strom umwandle. Das ist viel, viel effizienter, wenn Sie auf dieselbe Fläche Solarpanels stellen, die Sie heute kaufen können, mit einer Effizienz von 18-20% unter normalen, das ist gar keine High-Performance aus irgendeinem Labor oder so, sondern wirklich ganz normal im Baumarkt. Und wenn Sie dann noch einen Elektrolyseur aus dem Internet, auch keineswegs das Luxusmodell, sondern was ganz Normales, dann haben Sie 50% Effizienz, dann kommen Sie sozusagen vom Sonnenlicht zum Wasserstoff mit 10% Effizienz. Das ist etwa 20 mal so viel, 15 bis 20 mal so viel, wie Sie an Effizienz haben, wenn Sie eben über die Biologie gehen. Das heißt, die Natur ist komplex, das ist ja auch, Leben ist ein wunderbares, extrem komplexer Vorgang. Aber es ist eben nicht energieeffizient, weil es nicht notwendig war, für die Natur an der Stelle eben auf Effizienz zu optimieren. Und jetzt komme ich von dieser Überlegung her zum Beispiel zu einem zentralen Ziel, auch in der Grundlagenforschung.
Wenn wir Wege finden, Kohlendioxid effizienter in Anführungsstrichen zu reduzieren, CC-Bindungen zum Beispiel aus Kohlendioxid zu knüpfen, denn das macht die ja die Natur aus CO2, macht sie Fette, macht sie zuerst die Kohlenhydrate, dann die Fette und so weiter. Wenn wir Wege finden, das effizienter zu machen, dann kann das sozusagen für neue Energietechnologien eine zentrale Bedeutung haben. Das ist zum Beispiel so dieses Ziel der artifiziellen Photosynthese, wo ich versuche, im Grunde genommen die Möglichkeiten der Photosynthese eben zu nutzen, aber sie effizienter zu machen. Damit beschäftigen wir uns auch. Zwei Beispiele dazu, die von einem Göttinger Studenten bei mir in der Gruppe eben in wunderbarer Art und Weise eigentlich untersucht worden. Das ist Maximilian Marx, den ich vor einigen Jahren hier in Göttingen auch getroffen habe. Der hat dann bei uns im Institut seine Promotionsarbeit. Herr Frauendorf wird sicherlich einigen auch hier in der Runde gut bekannt sein. Wir haben dann gemeinsam eben publiziert und wir haben uns dort einfach mal genauer angeschaut, was an sozusagen Reaktionen, die bereits bekannt sind zur Verknüpfung von zwei CO2-Molekülen, wie gut das Ganze geht, wie man das verbessern kann. Und was wir gefunden haben, und das ist jetzt auch wieder ein Plädoyer für Grundlagenforschung, dass eigentlich von 5 wissenschaftlichen Arbeiten, die wir dort untersucht haben, 5 nicht reproduzierbar waren. Und ich will Ihnen ein einziges Beispiel dort nur erläutern oder ein bisschen genauer eben schildern. Das ist eine Forschungsarbeit einer amerikanischen Gruppe, die an diesem wunderschönen Bis-Kupfer-Komplex eigentlich ja, vor 8 Jahren gezeigt haben, dass man CO2 zu Oxalsäure, das ist ein anderes organisches Verbindung, brauchen Sie jetzt gar nicht sozusagen. Es ist einfach sozusagen, Sie verknüpfen, Sie schaffen hier CC-Bindungen, machen das, was die Natur macht, in Anführungsstrichen auf eine einfache Art und Weise, in Anführungsstrichen. Und wir haben uns das dann angeschaut, genauer, und konnten, wie gesagt, das Ganze einfach nicht nachstellen. Wir haben uns dann ein bisschen genauer das Ganze eben angesehen, haben die amerikanische Gruppe, wie man das dann so macht, kontaktiert, machen wir was falsch, wie könnte das? Und dann kam sozusagen die Information von der amerikanischen Gruppe, ja, wir haben auch so Reproduktionsprobleme. Und das ist eben etwas, da muss man dann ganz offensiv auch eben rangehen, weil nur das dann einfach stillzuschweigen und das in der Literatur zu lassen, hilft nicht, sondern dann machen andere, wiederholen es und wundern sich. Wir haben dann sozusagen die Kräfte gebündelt, wir hatten schon so eine Idee, woran das liegen könnte und haben dann im Grunde genommen einfach gezeigt, dass das, was die Gruppe als Reduktionsmittel, das war nämlich Vitamin C, was sie dazu gesetzt haben, um die Transformation zu machen, dass das der eigentliche, sozusagen, das eigentliche Ausgangsmaterial für die Oxalsäure, die aus dem CO2 entstehen sollte, eben war. Das heißt, im Grunde genommen ein Additiv, was dort zugesetzt wurde, hat dann das Produkt gemacht, was man gehofft hat, aus CO2 eben zu machen. Was möchte ich jetzt hiermit sagen? Ich möchte sagen, es gibt hier im Grundlagenbereich noch enorme eigentlich Aufgaben und es ist wirklich eine ganz, ganz einfache Fragestellung. Wie kann ich CO2 aus so einem einfachen Molekül mit 2 Sauerstoff, 1 Kohlenstoffatom Wege finden, es effizient sozusagen zu verknüpfen? Und wenn ich das schaffe, dann kann ich, und da gibt es durchaus Gedanken und viele Ideen, dann kann ich im Grunde genommen nicht eine bessere Photosynthese machen, das will ich ganz deutlich sagen, aber eine effizientere Photosynthese. Man wird nie sozusagen die Komplexität der natürlichen Photosynthese ein, aber ich kann sozusagen spezifisch eben auf, wir brauchen ja keine Biomoleküle herzustellen, in diesem aus dem CO2, was zum Beispiel aus Kraftwerksabgasen oder ähnlichem oder aus einer Zementfabrik kommt, sondern ich kann da sozusagen effiziente Energieträger schaffen. Das ist zum Beispiel ein Thema im Bereich der Energietechnologien, was ganz aktuell ist. Hier sehen Sie, das ist der Maximilian Marx, der diese Arbeiten eben durchgeführt hat. Energiespeicherung in der Zukunft. Ich habe Ihnen auf der einen Seite gesagt, wir erzeugen sozusagen aus erneuerbaren Ressourcen Wasserstoff. Das ist heute eigentlich, wie gesagt, Stand der Technik. Und ich werde Ihnen gleich auch zeigen, wo wir zum Beispiel auch selber an Umsetzungsprojekten beteiligt sind. Der zweite Punkt eben, auch das ist Stand der Technik, ist,
Sie können, wenn der CO2, wenn der Wasserstoff wieder freigesetzt ist, ihn verbrennen über eine Brennstoffzelle oder effizient eigentlich zur Energie umwandeln. Und natürlich versuchen wir da auch oder versuchen weltweit Forscher, diese beiden sozusagen essentiellen Prozesse zu verbessern. A, sozusagen die Elektrolyse, da ist noch Potenzial für Effizienzverbesserung, aber auch sozusagen in der Brennstoffzelle, dass man zum Beispiel von teuren Edelmetallen weggeht. Der eigentliche Punkt ist aber eben dieses Transport-Issue, weil ich kann Wasserstoff eben nicht einfach durch Röhren transportieren als kleinstes Molekül. Ich brauche spezifische Materialien. Es ist eben sehr, sehr leicht und verschwindet und das macht es eben schwierig. Und wir haben vor kurzem eine Arbeit gezeigt, wo wir im Grunde genommen mit Wasserstoff und CO2 eigentlich das machen, das, was Sie von einer klassischen eigentlich Lithium-Ionen-Batterie eben auch erkennen oder einer elektrischen Batterie. Wir nehmen den Wasserstoff, addieren ihn an ein Molekül. Dieses Molekül bleibt im System eben drin und nach Bedarf sozusagen lassen wir den Wasserstoff dann frei, wie bei Elektrizität. Sie laden die Batterie und entladen sie. Und der Trick jetzt oder das Interessante in unserem System ist, dass wir CO2 als Speicher eben nehmen. Wir nehmen also das Klimagas in Anführungsstrichen. Wir setzen also CO2 in unser Molekül zunächst rein. Das ist eine wässrige Lösung. Dort ist eine Aminosäure, die das CO2 bindet, und dann sozusagen beladen wir mit Wasserstoff, dann reagiert das gebundene CO2 zu Ameisensäure, anschließend sozusagen, dann bleibt ein bestimmter Druck entstehen und wenn wir den Druck sozusagen entlasten oder leicht erwärmen, dann wird der Wasserstoff eben wieder freigesetzt und das Interessante jetzt ist, bei den klassischen, wenn Sie Methanol oder Ameisensäure so im System nehmen, wird das CO2 dann wieder freigesetzt und Sie müssen das dann wieder ins System bringen. Das macht es kompliziert. In unserem System bleiben mehr als 99,5% des CO2s an die Aminosäure eben gebunden, sodass es dann wieder eben eingesetzt werden kann. Und das wird in der nächsten Woche, glaube ich, wird dann endgültig erscheinen. Wir können das eben mit Luft machen, mit CO2 aus Luft. Beste Ergebnisse jetzt für die Chemiker gibt die Aminosäure Lysin in diesen Systemen. Die zwei Aminogruppen sind da relativ wichtig. Die Katalysatoren, die das gebundene CO2 dann hydrieren, sind entweder Edelmetallkatalysatoren oder wir haben dann, hier sehen Sie auch mal so ein Bild an verschiedensten Katalysatoren, manganbasierte Verbindungen eben entwickelt, die mit außerordentlich hoher Effizienz die entsprechenden eben Lade- und Entladeprozesse in der Batterie eben verbessern. Das Ganze ist hier dargestellt für 10 Zyklen und so können Sie sich das jetzt auch vorstellen, das ist wie eine Batterie 10-mal laden, entladen. Das ist nichts für eine Anwendung. Sie müssen das 1000, 10.000 oder 100.000 Mal machen. Und da arbeiten wir momentan dran mit Automatisierung, weil kein Student möchte 1000 Mal sozusagen draufpressen, das Ganze wieder die Analytik dann machen und wieder, sondern da sind wir dabei, das Ganze im Augenblick mit dem Institut für Automatisierungstechnik zu automatisieren, damit wir in diese Größenordnung auch 1000 kommen. Jetzt möchte ich Ihnen was über Anwendung erzählen, denn ich habe Ihnen aus der Grundlagenforschung was sozusagen, wo sind wir heute in Deutschland? Und das sind Beispiele von Projekten, an denen wir selber beteiligt sind, aber auch generell. Im August, denke ich, wird es vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eine Mitteilung geben, sozusagen, wo eine sogenannte Power-to-Liquid-Entwicklungsplattform eben entstehen wird. Dort soll im 10.000-Tonnen-Maßstab eben aus erneuerbarer Energie grünes Kerosin, also CO2-neutraler Flugzeugtreibstoff oder grüner Schiffsdiesel eben entstehen. Das ist eine Demonstrationsanlage, dort wird es einen Forschungsstrang und einen Entwicklungsstrang geben, 10.000 Tonnen, das klingt jetzt viel, eine Tonne sind 1.000 Kilogramm, das können Sie so. Das ist aber natürlich, wenn Sie denken, wie viel Diesel heute produziert wird, ist das immer noch nicht sozusagen kommerziell, man nennt es semi-industriell, aber wir sind dann auf einer Größenordnung, wo es sozusagen für eine industrielle Anwendung in der nächsten Dekade dann realistisch eben erscheint. Die verschiedenen Technologien, die dort eben betrieben werden, wenn Sie das eben interessiert, gehe ich da auch auf Fragen gerne ein bisschen genauer ein. Hier ist mal so ein Beispiel, wie das Ganze eben aussieht, auch auf Größenordnungen, wo wir gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen in dieser Größenordnung, Sie setzen eben 8.700 Liter Wasser zum Beispiel, 41
Megawatt erzeugen damit dann 5400 Kilogramm, nur mal so als Größenordnung, Sauerstoff, 725 Kilogramm Wasserstoff. Dieser Wasserstoff geht dann zum großen Teil in die Fischer-Tropsch-Synthese rein und am Ende haben sie dann so etwa 1,5 Tonnen eben. Und das ist jetzt noch eine etwas kleinere Größenordnung, ist nicht die 10.000 Tonnen Lage, sondern ist die kleinere Kalkulation. Aber dieses Prinzip wird, ich gehe davon aus, ab nächstem Jahr an einer Stelle in Deutschland, im Augenblick gibt es 4 Finalisten für diese, unser Institut ist eines von den 4, die da noch im Rennen sind, wird es einen Standort oder 2 Standorte eben geben, die das Ganze dann mit industriellen Partnern aufbauen werden. Ganz zum Schluss, Klima, ich habe hier bisher nur über Energie gesprochen oder Chemie und Katalyse für Energie. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, wir könnten hier wochenlang reden, wo Chemie auch eine zentrale Technologie ist, eigentlich die sogenannten Sustainability Goals, die Nachhaltigkeitsziele, also der Vereinten Nationen zu erreichen. Das fängt an eben bei auch No Hunger. Wir werden ohne sozusagen künstliche Düngung und eine effiziente Landwirtschaft, meine persönliche Meinung, es ist unmöglich, 8 Milliarden Menschen oder mehr zu ernähren. Grundsätzlich ist das, was wir jetzt an Hungerproblematik dauernd in den Nachrichten hören, das ist ein politisches Problem, das ist kein technologisches Problem. Und persönlich bin ich auch ein ganz starker Befürworter und auch hier bin ich, glaube ich, nicht im Mainstream, um es mal so zu sagen. Ich persönlich finde, wir sollten 5% unserer Kohle- oder Gaskraftwerke laufen lassen. Warum? Ich will Ihnen auch die Erklärung, bevor es jetzt losgeht. Weil wir das CO2, was dabei entsteht, relativ in hoher Konzentration, ist viel, viel einfacher, dieses CO2 zu nutzen, als zum Beispiel das CO2 aus der Luft zu nutzen. Das ist viel energiefreundlicher, das sozusagen aus dem Kraftwerk herauszuholen. Und diese 5% reichen, um unsere gesamte chemische Industrie in Deutschland, und wenn Sie es global denken, auch global, sozusagen CO2-neutral zu machen. Denn Sie nutzen dieses CO2 und können damit alle chemischen Produkte, die unser Leben heute lebenswert und einfacher machen, erzeugen. Sie brauchen keine fossilen Rohstoffe mehr. Und auf der anderen Seite haben Sie gleichzeitig den Vorteil, dass Sie nicht sozusagen diese hohen Pufferkapazitäten brauchen. Denn wenn Sie eben nur erneuerbar, wenn Sie 100% erneuerbar wollen, dann müssen Sie im Grunde genommen 150, 180, 200% Erneuerbare vorhalten, weil ja der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Das, also persönlich glaube ich, dass da ein Mix bis zu 5% ist in Ordnung, weil eben so viel Kohlenstoff kann ich eben nutzen, um die gesamte chemische Industrie sozusagen erneuerbar und grün zu machen. Und bei diesen Schritten eben spielen Katalysatoren eine zentrale Rolle. Katalysatoren, das habe ich Ihnen so ein bisschen eben am Tanzlehrerprinzip erzählt, Katalysatoren helfen Ihnen, sozusagen diese Reaktion durchzuführen, nicht nur, weil sie die Energie erniedrigen, das ist hier mal so links dargestellt, Wasserstoff und Sauerstoff reagieren, die können Sie hier in eine Flasche machen, irgendwann werden die reagieren. Aber die Barriere ist relativ hoch. In dem Augenblick, wo Sie ein bisschen Aktivator geben, Platindraht, wusch, ist das Feuer da, die Energie ist da, das heißt, der Katalysator macht das da. Aber Katalysatoren machen noch viel mehr. Katalysatoren erlauben Ihnen sozusagen über eine Kette an Schritten, sozusagen Sie müssen nicht mehr durch dieses Labyrinth laufen an chemischen Transportwegen, sondern Sie erlauben Abkürzungen zu nehmen. Sie müssen nicht mehr über die gesamten Alpen klettern, sondern Sie tunneln sozusagen unten durch. Und das ist eben, Sie kontrollieren die chemische Reaktivität. Das macht Sie so interessant. Und wie entwickeln wir Katalysatoren? Es gibt das schöne Zitat von Arthur Frey, Sie kennen vielleicht die 3M Post-its, der wollte ja einen ganz, ganz starken Klebstoff entwickeln. Das war seine eigentliche Aufgabe. Und dann hat er etwas entwickelt, was nicht gehalten hat immer. Aber er hat realisiert, dass ich das eben auch nutzen kann. Und es wurde dann der entsprechende kommerzielle Erfolg. Man muss also viele, in Anführungsstrichen, Frösche küssen, um seinen Katalysator auch zu finden. Es gibt die homogenen, die heterogenen Katalysatoren, da will ich jetzt nicht, ich rede schon zu lange, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Fragen Sie mich gerne im Anschluss. Wir beschäftigen uns mit beiden Systemen. Was für mich ein ganz sozusagen modernes Prinzip, das auch hier in Göttingen eben beforscht wird. Und natürlich sind wir auch da immer von den Arbeiten der Kollegen Sven Schneider eben inspiriert. Das Prinzip der Multifunktionalität, es ist nicht mehr so, wie man früher immer gedacht hat, ich brauche
ein einziges Zentrum, das macht alles. Sie können sich das so ähnlich vorstellen, wie ich das hier mit diesem Bild versuche zu symbolisieren. Eine einzelne Ameise, sei sie noch so stark, wird sozusagen den Holzstab nicht bewegen können. Wenn Sie allerdings verschiedene Funktionalitäten ins System eben integrieren, das heißt verschiedene Dinge zusammenpacken, dann bekommen Sie genug Kraft, dass selbst so kleine Ameisen diesen Holzstab eben bewegen können. Und genauso ist das dann bei chemischen Reaktionen. Das lassen wir mal mit den Details. Das sind so Nanopartikel. Und vielleicht jetzt mein allerletztes Beispiel. Das ist etwas, womit wir uns auch beschäftigen. Nochmal die Nutzung von CO2, eine der wichtigsten industriellen Reaktionen, sind die sogenannten Carbonylierungsreaktionen. Dabei wird toxisches CO, normalerweise Kohlenmonoxid, eingesetzt. Wir haben so eine Demonstrationsanlage jetzt, die auch im Kilogrammmaßstab läuft, eben entwickelt, wo wir CO2 direkt mit Wasserstoff, also grünem Wasserstoff, zu CO umwandeln. Und dann kann man on-site für die entsprechende chemische Industrie eben diese Reaktionen durchführen. Damit vermeiden Sie, dass toxisches CO2 eben transportiert werden will. Für die Spezialisten, Bayer hat versucht, im Ruhrgebiet vor 10 Jahren eine CO-Pipeline zu bauen. Das ist aufgrund der Anwohnerproteste zu Recht geschildert, weil eben CO2, geruchslos toxisches Gas, ist eben nicht einfach. Hier können Sie im Grunde CO2 direkt sozusagen on demand in die entsprechende Chemikalie überführen, die dann sozusagen die Reaktion ermöglicht. Ja, das war es eigentlich. Das Ganze wird dann in solchen Reaktionen eingesetzt. Das war es, was ich Ihnen erzählen wollte. Und jetzt zum Schluss eine Aufgabe noch für die Studierenden. Ich weiß nicht, das kommt aus dem Rätsel aus der Süddeutschen Zeitung. Ich hoffe, einige kennen es zumindest noch nicht. Ich lasse Ihnen mal einen Augenblick Zeit. Was ist die Nummer unter dem Auto? Und ich zeige dieses Rätsel auch gerne, weil es unser sozusagen, oder für mich auch symbolisiert, wie wir häufig eben Wissenschaft machen. Wir sind sozusagen im gewissen Sinne im System gefangen. Damit Sie es lösen können, müssen Sie eigentlich sozusagen sich von dem Bild lösen, einen Schritt zurückstellen und sich überlegen. Also wir würden jetzt anfangen, 16, 6, 68, 88, wo ist sozusagen da die mal 2 plus 3, kann ich das irgendwie mathematisch machen? Völlig falsch. Wir müssen das sozusagen andersherum betrachten. Und wenn Sie es andersherum betrachten, das ist dasselbe Bild, dann steht da 86, 88, 89, 90, 91. Und jetzt ist es auf einmal ganz einfach. Und das ist eben auch häufig, auch als Wissenschaftler sind wir häufig, haben wir eine Spezialität, unser Spezialgebiet, was wir ganz genau eben kennen. Und wieder an die Studierenden, die kommende Generation, treten Sie ab und zu einen Schritt zurück. Natürlich muss man das wissen, man muss Wissen und Expertise haben, sonst geht es sowieso nicht. Aber treten Sie einen Schritt zurück und versuchen Sie sozusagen von einer anderen Perspektive anzuschauen. Das war es, was ich Ihnen erzählen wollte. Verzweifeln Sie nicht, sondern vergleichen Sie ab und zu mal sozusagen Tag im heutigen Leben mit unserer Situation vor 100 Jahren. Es erzählen immer alle, in der Vergangenheit war alles super. Es ist überhaupt nicht so. Wir sind so privilegiert heutzutage. Und wenn wir 300 oder 400 Jahre, ich habe es neulich in einem Zeitkommentar auch gelesen, vorher gelebt hätten, dann wäre, oder wenn wir einen Tag 400 Jahre zurück in die Vergangenheit gesetzt werden, das wäre für alle von uns der schlimmste Tag in unserem gesamten Leben. Wir sind so privilegiert, weil wir über Pandemie reden. Die spanische Grippe hat eben, je nach Schätzung, 20 bis 100 Millionen. Wir haben im Grunde genommen 100 Jahre danach die Pandemie und mit allen Problemen, die wir haben, und jeder, wir können schimpfen, ich weiß, auch richtig, man kann es noch besser machen, aber es ist viel besser als vor 100 Jahren. Und genau, 1924 war die durchschnittliche Arbeitszeit 50 Stunden. Im 19. Jahrhundert war die Lebenserwartung 35,6 Jahre, 38,4 Jahre für Frauen. Lesen Sie mal einen Bericht darüber, wie man in Hamburg als Arbeiter im 19. Jahrhundert gelebt hat, unter welchen hygienischen Bedingungen. Das ist unvorstellbar für uns heute. Dieses Zitat, ich lasse gerne meine Folien auch hier, das letzte beschreibt auch ganz deutlich. Ja, da sollten wir uns
darüber im Klaren sein. Deshalb am Ende bin ich optimistisch. Sie sehen hier, wie CO2 zurückgeht. Unser Ziel ist natürlich noch nicht erreicht. Wir müssen weitermachen. Es ist auch nicht sozusagen, sich auszuruhen, und wir dürfen auch nicht aufhören. Aber wenn wir vernünftig sind und die Chancen nutzen, die uns gegeben sind, dann können wir das auch schaffen. Und das wollte ich Ihnen sozusagen am Ende sagen. Dankeschön.